Darf ich meinen verstorbenen Hund im Garten vergraben? Die Antwort: Ja. Aber Sie sollten dabei ein paar Regeln beachten. Der Garten sollte Ihr eigener Garten sein. Im Gemeinschaftsgarten, im Wald oder im öffentlichen Park droht eine Geldstrafe. Der Garten darf in keinem Natur- oder Wasserschutzgebiet liegen. Leichengifte könnten das Wasser sonst verschmutzen. Und das Loch muss mindestens 50 cm, besser noch 80 cm tief sein, damit andere Tiere wie Wildschweine oder Füchse das nicht wieder ausgraben. Im besten Fall liegt die Stelle auch nicht so nah am Nachbargrundstück. Einen Sarg müssen Sie nicht unbedingt kaufen. Sie können ihn selbst bauen, aus Holz oder Pappkarton, verzieren und dann auslegen, zum Beispiel mit Zeitungspapier. Diese Vorschriften gelten bei kleinen Haustieren. Große Hunde oder Nutztiere sollte man am besten einem Tierbestatter übergeben. Oder man fragt beim Ordnungsamt nach. Alternativ gibt es Tierfriedhöfe, Krematorien oder sogar Diamantbestattungen. Mussten Sie schon mal ein Haustier beerdigen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare.